Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Legacy. So, meine liebe Leute, wir waren in der verbotenen Abteilung. Wir haben das Buch ja gefunden und geschnappt und es bei den Professor Fig gegeben. Und wie es da weitergeht, lasst ein Abo, lasst ein Like, dann los geht's. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Warum? Die Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Ja, später gehen. Teil von Hogwarts. Oh, Alter, wie groß ist die Map? Wow, ho ho! Oh, geht nicht. Nein. Revelio. Das war Dobby. Wer diese Note gespielt hat, sollte wohl die Berufswahl überdenken.
Champion im Anmarsch. Hallo, Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Du schaffst es. Akio! Incendio! Diagnose! Sehr schön. Ausgezeichnet. Akio. Incendio. Akio. Das ist so schwer. Akio. Hä? Incendio. Akio. Incendio. Incendio. Akio. Protego. Incendio. Das gibt's doch wohl nicht. Akio. Nein, das gibt's doch wohl nicht. Akio. Incendio. Diagnose. Hä? Akio. Incendio. Diagnose. Akio. Incendio. Gut so. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Es war nur eine Übungspuppe. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der... Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, von wegen. Ja, recht so. Meiner Wette. Kannst du doch besser?
Scheiße. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin noch nicht fertig. Das war noch gar nichts. Ich fange gerade erst an. Wenn die besten Duellanten der Schule nicht gut genug waren, solltest du vielleicht überlegen, nach Durmstrang zu wechseln. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Ich bin geschmeichelt, aber das wäre nicht nötig gewesen. Komm schon, du bist der unbestrittene Sieger. Du solltest deinen Erfolg genießen. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Okay. Hektas Aufgabe. Ah, lecker. So, Hinweis, das Auge, Aussehen aller Ausrüstungseinteilungen kann im Ausrüstungsmenü so verändert werden. Das ist wie jeder andere Teil des... Protego! Revelio! Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora, Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante.
Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Akio! Ah, die Alraunen. Mal sehen, was wir für unsere fasrigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Hm. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Das stimmt. Fast wäre ich taub geworden. Nun ja, und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein. Also schützen Sie stets Ihre Ohren. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar! Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen sie trotzdem. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja. Danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Los. Hol ein paar Kohlköpfe, aber pass auf deine Finger auf. Hab mal fast... Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie.
Er macht den Rest. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht. Akio! Die Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Ich schätze, sie könnten nützlich sein. Nicht meine Wort, klar, aber das ist nur eine Puppe. Ich habe es mir vorgestellt. Nur weil die Kohlköpfe eine Puppe anknabbern, heißt das nicht, dass sie das auch bei, sagen wir, einem Kobold tun würden. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Und mit dieser nützlichen Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten? Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Pflanzen sind nicht so mein Ding. Danke, Professor. Aber ich finde es nicht allzu spannend, mich um Pflanzen zu kümmern. Sie werden sicher mit der Zeit erkennen, dass sich die Arbeit lohnt. Wie wir Kräuterkundler immer sagen, pflege deinen Garten, dann pflegt er auch dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause, wenn ich dafür schon mein Gehör opfern muss. Damit etwas wächst, müssen wir es zuerst verstehen. Das gilt für Pflanzen wie für Interessiert mich nicht. Überstunde Zaubertränke. Oh, ist ja nicht weit. Mach die Tür auf. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Black. Scheiße. Geschafft.
Jetzt kommt Snape. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Warum willst du das wissen? Ja, aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Du erinnerst dich doch an mich, Gareth Weasley. Ach ja, aus dem Gemeinschaftsraum. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Edurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Ja, meinetwegen. Ich bring dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Halten Sie Ihre Tränkestationen organisiert und ordentlich. Revelio! Sollte nicht diese Farbe haben. Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt, wenn er doch mehr davon reden würde. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Edurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Okay. Seien Sie geduldig und gründlich.
jetzt das Malvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Gareth! Da! Drachendung, was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Oh nein. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Das war lustig. Ich habe den Edurus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin nicht sicher, was Sie meinen, Professor. Wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will, kommt bei mir nicht weit. Nehmen Sie sich diese Warnung zu Herzen. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Der erinnert mich irgendwie an Professor Snape. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schab war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Du hast mir Ärger eingebrockt, du Trottel. Professor Schab war nicht erfreut. Halt mich nächstes Mal aus deinen Plänen raus. Tut mir leid, das zu hören. Hoffentlich hat er es schon vergessen. Schab mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Wirklich beeindruckend, dass du Professor Sharps Frage zum Mega-Power-Trank beantworten konntest. Oh, du bist der Neuzugang. Ich habe viel von dir gehört. Danke. Ich bin übrigens Amit. Sehr erfreut. Wirklich. Und ich habe noch nie jemanden auf Anhieb einen so guten Mega-Power-Trank brauen gesehen. Gute Arbeit. Professor Sharp schien mir nicht so beeindruckt wie du. Nimm's nicht persönlich. Professor Sharp wäre nicht mal beeindruckt, wenn ein Troll die Märchen von Beedle den Baden rückwärts aufsagen würde. Und zwar in Koboldogak. Eine faszinierende Sprache. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe mir das Sprechen selbst beigebracht. Bei Merlins Bart. Bei guten Gesprächen verfliegt die Zeit. Ich muss mein Buch Tor zu weit entfernten Galaxien vor der nächsten Stunde zurückbringen. Apropos Sterne, wir haben Astronomie zusammen. Das wird dir gefallen. Professor Sharp ist streng, aber schlau. Wir sehen uns dann. So, was kommt als nächstes? Scheiße, es ist ja weit. Schreibe ich meine Zaubertrankideen lieber direkt auf. Oh.
Imelda Akio! Rebellion. Legnoso! Akio! Incendio! Cool. Nee, das so will ich, so will ich mich nicht anziehen.
Gentleman. Was ist das? Schwimmen? Geil. Darf ich dich um Unterstützung bitten? Hallo, kann ich dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Meinetwegen. Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre... Grace, wobei brauchtest du nochmal meine Hilfe? Ich hatte gehofft, du könntest ein wertvolles Familienastrolabium. Ja, keine Ahnung. Es tut so gut, dich zu sehen. Ja, danke. Hätte nie gedacht, dass wir als Anhänger so weit gehen. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Saini und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt?
Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir eine Rivalität mit Upper Hogsfield haben. Es ist nicht weiter aufregend, aber wir sind immer noch das bessere Hogsfield. Und besser als die meisten Orte. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Was verkaufen Sie hier? Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sprech den Trottel nochmal an, dann mach ich einen Cut. Hätte nie gedacht, dass Randrocks Anhänger so weit gehen. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Randrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Randrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Randrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Haben Randrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Randrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Randrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Rebellion.
Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. So, meine liebe Leute, hier mache ich jetzt mal einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.